So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Most Wanted seit langem mal wieder. Da ich jetzt mich endlich da aufgerafft habe, die letzten zwei Tage mal bis zur Blacklist Nummer 10 vorzuspielen. Und ja, natürlich haben wir jetzt nicht mehr unseren Mazda, weil Safe Game und so weg. Und deswegen habe ich jetzt nur mit den Blacklist Autos gespielt und ich habe nur Blacklist Nummer 15 und 14 den Wagen abnehmen können. Den anderen nicht, weil ich habe extra aufgeschrieben, normal ist ja so, dass wenn man den Gegner besiegt, die nächste Wagenkarte einem weiter rechts liegt. Ist aber irgendwie nicht so und irgendwie ist es jetzt immer unregelmäßig, deswegen habe ich keine Ahnung, wie ich habe das System nicht mehr dahinter erkannt. Deswegen habe ich bisher nur den, aber mit dem habe ich Blacklist 13, 12 und 11 besiegt. Ja, schön. Ja, heute kümmern wir uns nochmal um Blacklist 10, also die ganzen Rennen fahren wir noch einmal, damit wir nochmal wieder kurz besprechen können. Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt laut genug, ich weiß es nicht. Kann nämlich zu leise sein, ich weiß es nicht, oder zu laut, mal schauen. Ja, aktuell habe ich nur die Karriere, auf Stufe 3 ist der. Dann den Fiat Punto, den habe ich mir am Anfang kurz geholt und den GTI. GTI, danke. Und beim IS300 habe ich nur Turbo reingemacht, sonst habe ich an dem noch nichts getuned. Aber da ich mir nicht sicher, ob wir dem Typen den Wagen bekommen, kaufen wir uns diesmal jetzt einen Wagen. Wir haben 171.000, dafür kriegt man, denke ich, schon was. Ja, ich habe das ganze Geld zusammengespart, nichts ausgegeben, außer eben für diesen Turbo. Und ich habe mir schon einen Wagen rausgesucht, der recht gut ist. Den Mitsubishi Evolution Lancer 8. Ja. Der fällt, glaube ich, bis 8 Uhr so fährt den erst. Und den haben wir schon frei, oder? Zumindest laut meine Wagen. Ich hoffe mal, dass es auch hier in der Karriere so ist. Schauen wir mal. Weil der wäre schon recht geil. Gucken wir mal kurz, ob wir da schnell genug sind. Bezweifle ich. Ja, war klar. Weil der wäre, der hätte gute Werte und der wäre recht zügig. Damit könnten wir auch einen Porsche locker killen. Und warum ich mir jetzt einen neuen Wagen kaufe und ich noch mit dem es auch noch probiere, wir wollen ja wieder persönlich sein. Ich habe das jetzt nur so gemacht, weil das schneller ging. Also ich habe mich da echt, glaube ich, 3 Stunden oder 4 Stunden habe ich es ja nur gespielt. Ich habe alles übersprungen, was ging. Bitte den Mitsubishi, bitte, 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 bitte. Ja, es gibt den, weil guckt euch mal die Werte da oben an. Halleluja. Beschleunigung und so ist geil, deswegen kaufen wir uns den einfach mal. Fahren. Keine Widerworte, den hole ich mir jetzt einfach. Der ist gut. So. Ja, er ist gut. Besser zumindest als der letzte. Und jetzt haben wir noch Geld und können ihn jetzt, denke ich mal, voll aufpimpen. Hoffe ich mal. Ja, war klar, dass wir zu langsam sind. Ich habe auch nicht drauf gehofft, dass wir zu schnell genug sind. Ja, heute spiele ich, denke ich, eine halbe Stunde wieder. Habt ihr wieder ein paar Videos. Seit langem mal wieder. Tut mich ja leid, aber muss erstmal wieder bis dahin spielen. Laptop war ja erst letzte Woche oder so da und deswegen hatte ich nicht direkt Bock, wieder mich an Most Wanted dran zu hocken. So, dann gucken wir mal. Wir haben Leistung. Was haben wir denn alles? Wir haben nur Pro. Bauen wir rein. Getriebe. Haben wir da schon was Besseres? Wir haben auch nur Pro. Bauen wir auch rein. Fahrwerk. Haben wir nur Super Pro. Nur ist gut. Nitro. Ich hoffe, dass das... Ja, Super Pro. Dass dieses Let's Play mal synchron ist gegen zum Minecraft Let's Play, warum auch immer das nicht ist, ich tut mir leid, ich kann es mir nicht erklären. Craft spackt mal wieder rum, aber es ist die alte Leier, damit muss ich mich so langsam abfinden. Ja, 51.000 können wir jetzt in den reinjagen. Ja. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Optik. Was haben wir denn mal Schickes? Na, haben wir noch nicht und der sieht so geil aus eigentlich. Gehen wir mal auf Präsentation und schauen uns den mal an. Na, der gefällt mir jetzt nicht so. Der? Ah, gefällt mir alle irgendwie nicht. Ja, wenn gefällt mir der? Der gefällt mir. Dann nehmen wir den hier. Der sieht doch ganz schnieker aus. So, noch ein Spoiler. Ein Fetten drauf. Hat ja keinen Fetten. Das Karren braucht noch einen fetteren. Es hat einen Vorteil, wenn man sich so viel Geld anspart. Und ich habe keine meiner Blacklist-Wagen verkauft. Das sieht man ja. Oh, nehme ich den? Ich glaube, ich will den. Den will ich. Beim nächsten Wagen, sagen wir mal, wieder dürft ihr mitvoten. Da mache ich dann wieder ein Voting für. Denke mal, für den nächsten Wagen wird das kommen, ja. Die sehen geil aus, die mache ich mir drauf. Ja, ich weiß, ich rasche gerade ein bisschen durch, aber wenn mir das so gefällt. Beim nächsten Wagen dürft ihr auf jeden Fall wieder mitvoten. Dann mache ich dann wieder ein Voting mit Blockspawn und allem. Dann könnt ihr dann wieder mitvoten. Was haben wir denn alles Schickes? Carbon sieht verboten aus. Ich mag es eigentlich, aber ich möchte es trotzdem nicht drauf haben. Ich hatte gerade eine ganz bestimmte, die ich mochte. Die sah gut aus. Wir müssen die Farbe ändern. Ey, der Wagen strahlt ja. Und ich mache keinen Dachspoiler. I. Leistung haben wir, warum ich hier immer wieder hingehe, weiß ich jetzt gerade auch nicht. So.
Spezial nehmen. Spezial, ich weiß gerade nicht, ob wir Spezial nehmen. Ich glaube, ich nehme Spezial Schwarz, das hat was, das sieht geil aus. So. Ach damit, ich muss gerade wieder auf den Xbox-Controller gerade mal wieder nachdenken. Karosserie, da will ich hin. Und guck mal, ist aber schon alles frei. Na toll, wir haben so gut wie gar nichts frei. Nicht frei. Ja, nehmen wir das hier. Das sieht doch mal ganz geil aus. In Rot und, oder? Rot, nehmen wir Rot. Nehmen wir Rot, nehmen wir Rot. Ich weiß nicht. Ne, wir nehmen Rot. Wir nehmen Rot, Schwarz-Grün mit schwarzem oder roten Streifen. Ach, da gibt es doch eine zweite Farbe. Nehmen wir dafür Akzente. So ein dunkleres Grün, ja. Das nehmen wir. Ich weiß, vielleicht gefällt euch das nicht, aber das ist meine Farbkombo. Die nehme ich jetzt so. Theoretisch müssen die blau-schwarz machen, wie mein Background, aber... Ein glänzend schwarze Felgen. Oh, ist so geil, wenn man so viel Geld hat. Schmeißen direkt um sich, dunkel-schwarze Scheiben. Auch noch einen schicken Tacho reinjagen, das war dann alles. Sonic haben wir, Apex, Warp, Vision, Boost, okay. Ich nehme den Boost, der sieht gut aus. Die Nadel nehmen wir rot. Die Skalenfarbe nehmen wir grün oder blau. Blau, das sieht gut aus. Ja, das Blau. Und innen in der Mitte machen wir es die Farbe. Ja, das sieht gut aus. So. Wie viel hat das jetzt nochmal gekostet? 3000, so. Haben wir noch 67.000 übrig. Und dann kümmern wir uns um die ersten Rennen mal. Gucken wir erstmal, wie die Karre abgeht. Ja, die geht besser als der andere ab. Schön. Wo war nochmal Karte? Da war keine Karte. Ich musste auch letztens erstmal das deutsche Sprachpaket wieder installieren, weil ich ja die englische Black Edition habe. Warum habe ich hier keine Events? Dankeschön. Wie darf ich da durch? Ja, hallo? Muss ich echt mit der Maus machen? Dann fahren wir dahin. Das ist ein Rundkursrennen, da fahren wir jetzt hin. Können wir auch ein bisschen noch den Wagen ausprobieren. Ich bin wieder daran gewöhnt, dass ich so eine schnelle Karosse unterm Gesäß habe. Weil mit dem Black des 14-Wagen war es doch nicht so schnell. Da kann man hiermit doch schon mal ein bisschen wieder besser rasen und verliert... musste jedes Rennen zweimal starten, was ich in letzter Zeit echt öfters tun musste. Oh, gegen Lotus, Mustang und ein RX-7. Na, ins Blaue, im blauen Bereich, nach egal. Oh ja, das ist schon Geschwindigkeit, die ich wieder mag. Und ich habe jetzt in letzter Zeit... Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade echt zu laut ist, aber ich rede jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Vielleicht ist es dann nicht mehr so laut. Ich muss den Ton erst wieder einstellen. Tut mir leid, wenn er jetzt irgendwie zu laut sein könnte. Muss ich ein bisschen rumprobieren erst wieder. Ja, was ich mir jetzt angewöhnt habe, vor Sprüngen immer den Speedbreaker anzumachen, weil durch die Cutscene wird der Sprung höher gemacht. Und wenn ich den Speedbreaker mache, springt mein Auto weniger hoch und wir verlieren weniger Geschwindigkeit. Und weil er hat zwar nicht diese geilen Zwischensequenzen dann immer, aber man ist eben halt schneller. Jetzt muss ich das mit dem Lexus auch machen, weil der echt so scheiße aus den Pötten kam. Eigentlich überhaupt nicht, aber... Boah, ist das hier eine Wonne, der Wagen, ey. Ich liebe ihn jetzt schon. Die Optik, der sieht doch geil aus. Ich finde ihn geil. Wenn ihr einen Scheiße findet, beim nächsten Wagen dürft ihr mitwohnen, dann könnt ihr wieder die Klappe aufreißen. Dadam. Aber ihr könnt euch wenigstens freuen, dass ich überhaupt wieder Videos mache. Ich versuche wieder Deutsch zu sprechen und das Bild. Ihr denkt euch sicher, lass es lieber. Ich schaff's eh nicht, und aber ich probiere es trotzdem. Haha. Die Abkürzung ist frei. Nein, war ja klar. Ja, der überholt mich der Mustang von innen, ich glaub's wohl. Den Lexus so verkaufe ich jetzt nicht. So viel Geld kriege ich bei denen kann ich jetzt auch nicht raus. Wenn, mache ich es nur, wenn ich Geldnot habe. Oder beim nächsten Mal, oder wenn ich mal offscreen so... Ohne Aufnehmen verkaufe ich die Sachen vielleicht aus den Karren. Da braucht ihr, das dauert, wird ja kosten nur wieder Zeit und alles. Und ich möchte das ja auch irgendwann mal voranbringen, dieses Let's Play, und nicht nur dabei sein, wie Autos verkaufen, Autos kaufen, tunen.
ist zwar auch ein Sinn von Need for Speed, aber nicht der Hauptsinn. Deswegen. Wow. Ja, ich muss wie gestern in den letzten zwei Tagen wieder einfahren mit dem Xbox 360 Controller. Immer so lange an der PlayStation und der letzten wieder spielt. Da ist es von der Empfindlichkeit eine ganz andere Sache. Aber er liegt besser in der Hand, das muss ich wirklich zugeben. Das ist ernsthaft so. Muss man so sagen, Xbox Controller ist besser. Von der Handhabung her. Und es gibt auch einen Adapter, den an der PS3 zu nutzen. Ich überlege noch, mir den vielleicht zu holen. Kostet aber leider 30-40 Euro und das ist ein bisschen teuer.